Nee. Bin ich Gnom. Dem Feind gelungen, die Front in Breite von der Truppe. Im Süden hat er die Verzossen genommen und stößt auf Stahlstoff. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Dass diese Kultur aus dem besten Europa verschwemmen. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marskau-Karlshorst. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Der Kampf von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Ich bleibe in der Hauptstadt. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Dann soll die Armee kehrt machen! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann entdrücken wir die Zweifel an deinem Befehl. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Mein Führer, bei angebotenem Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den braunen Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten. Sofort! Und dann! Mein Führer, und darf nicht sein. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwärts. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fäden ein! Greif! Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Eine große Verantwortung ist immer für die Schuld. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Das ist ein Geschwätz der Schweinetoffen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt.
Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Wagen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur erfüllten Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.